Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Meine Damen und Herren, was Sie hier sehen, ist eine Szene, man, das ist es nicht sehr schwer zu erkennen, das ist Venedig, oder? Das ist Venedig, genau. Lieben Sie Venedig? Ja, sehr, sehr. Na, sehen Sie, Damen und Herren, da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Da kommt man dann entweder nach Venedig ziehen oder man macht es für die Frau Seitz, man holt sich ein Stück Venedig ins eigene Haus, oder? Genau, so ist es. Mhm. Haben Sie nicht die Szenerie ausgesucht oder ein Motiv gewählt? Ja, eigentlich aus dem Internet. Ich hatte ein paar Fotos von meinen eigenen Venedigreisen dabei, aber letztendlich dann viel aus dem Internet. Dann die Lampe, die braucht man ja sehr passend. Und, die haben es dann vorher schon mal 1:1 gemalt, oder? Ja, klar. Also wie gesagt, die 7 Tage sind ja sehr wenig letztendlich für so ein großes Bild. Und so eine Lampe hat sehr viel Detail. Und ich wollte natürlich schon wissen, brauche ich für so eine Lampe 5 Tage oder brauche ich nur einen? Und darum habe ich mir die Mühe gemacht, das einfach mal vorzubereiten. Frau Seitz, Sie sind so gut organisiert. Es ist unglaublich. Schauen Sie, drüben hat es dann noch diesen wirst du, Markus oder einer? St. Marco gemalt, oder? Giorgio Maggiore ist das. Giorgio Maggiore. Ja, genau. Also Markusplatz, oder ist das da umeinander? Nein, das ist was anderes. Ich war ja nie in Venedig gewesen, dann bin ich so froh. Nee, das ist so ein kleines Inselchen. Also eine kleine Insel. Genau. Und das haben sie auch daheim gemacht, oder? Genau, richtig, auch als Vorbereitung, weil auch hier die Kirche hat sehr viel Detail und ich wusste auch nicht, wie lange ich dazu brauchen werde. Und bevor ich dann 5 Tage eben nur Kirche male, habe ich es vorbereitet und ja, so ein Tag hat es dann gedauert. Aha. Und das geht dann schon. Und die Gondel, die ist ja auch noch nicht ganz fertig, da fehlt mir ein bisschen, oder ist die lackiert? Oder muss man sich das vorstellen? Normal ist es sowas als Predelbau, das mir an. Nur die moderneren Gondeln schauen jetzt schon so aus. Also die älteren Gondeln haben ein bisschen anders ausgesehen, aber die neuzeitlichen haben sie. Das ist also praktisch auch Carbonbau, also ja, so Verbundstoffe. Genau, ja, könnte sein. Also jedenfalls, das Teil schaut so aus, als wäre es so. Und hier unten rechts im Eck, wenn es rechts runterging, sehen Sie es auch unten ein bisschen weiter rechts, 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 rechts. Sehen Sie es? Das ist das, was mir so gut gefällt. Schauen. Ach, die Tauben. Die Tauben, ja klar. Schauen Sie. Zwei venezianische Tauben. Du wirst schauen, gell? Es ist unglaublich, wie nett diese Tauben sind in Venedig. An der Münchner hat es ja nicht so mit Tauben. Lieben Sie Tauben? Ja, ja, wenn sie nicht auf meinem eigenen Dach sitzen, dann mag ich die Tiere natürlich schon. So muss man da her. Und die kommen dann auch aufs Bild, oder? Genau, die werden da vorne auf den Boden hingestellt. Und dann kommen zwei weitere Tauben so in Anflug Richtung der Säule. Das ist das, ne? Ja, genau. Haben Sie sich wirklich viel vorgenommen? Genau. Und wo kommt das dann hin, wenn es fertig ist? In mein Büro. Oh, Sie sind Reisefachfrau. Nein, ich bin keine Reisefachfrau. Nee, das bin ich nicht. Aber ich habe ein Büro und da ist die Wandfarbe, hat so einen Maronton. Und darum passt das dann recht gut in diesen Raum dann rein. Genau. Ich bin wirklich erstaunt. Also, die machen sich wirklich viel Arbeit. Allein das Meer, kommt nur irgendwann dann aufs Wasser drauf oder bleibt das? Fährt da noch irgendwas ein Schiff vorbei? Oder? Nee, das fährt, glaube ich, nichts mehr vorbei. Ich glaube, wenn die Tauben dann da reinfliegen Richtung Säule, die haben ja auch, weil sie relativ weit im Vordergrund sind, eine gewisse Größe. Und ich denke, da braucht man dann keine Schiffe mehr fahren lassen auf dem Meer. Sie malen viel, gell? Weil sie sind schon sehr versiert in diesen Dingen. Wissen Sie, wenn einer hergeht und sich so ein Teil zu Hause einfach mal so malt und sagt, das muss ich jetzt ausprobieren, wie lange ich dazu brauche, damit ich dann in unserem Seminar das zeitlich richtig einschätzen kann. Wissen Sie, das darf bei mir völlig anders ausschauen. Sie wissen, was ich meine. Ja. Wie oft malen Sie sowas? Ja, also nicht wirklich oft. Also wirklich so Detail eigentlich wirklich nicht. Ich habe auch einen ganz anderen Beruf. Und, was machen Sie? Ich bin in der Allianz Deutschland und bin dort in der Betriebsorganisation. Und das ist eine ganz andere Tätigkeit. Vielleicht war dieser Beruf ein völliger Fehlgriff. Nee, das glaube ich so jetzt auch nicht. Aber es ist wirklich was anderes und für mich ist so ein bisschen Work-Life-Balance, sowas dann zu machen. Und man muss sich ja konzentrieren und man kann sehr, sehr gut abschalten, wenn man sowas macht. Und man muss ja wirklich konzentriert arbeiten. Es sind ja nicht nur 5 Pinselstriche auf irgendeinem Bild, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt mein Sonnenuntergang oder was auch immer, aber da steckt schon mehr dahinter. Also Damen und Herren, dann schließen wir
unsere heutige Sendung mit der Erkenntnis, man muss nicht immer irgendein Meditationsseminar besuchen, man kann auch Bilder malen. Hat den gleichen Effekt und man hat hinterher dann irgendwas, was man an die Wand machen kann. Oder wo sich andere Menschen auch daran erfreuen. Ich bedanke mich für diese Einblicke. Einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.